Und willkommen zur nächsten Folge. Way to Moskwa. In der letzten habe ich endlich die Bogatyr den Dreier freischaltet. Keine Ahnung, wie der ist, werden wir ja sehen. Ganz kurz schauen. Forschung, Module. So. Die Bogatyr nicht ausgebaut. Ach, noch nicht gekauft. Erforscht, noch nicht gekauft. So, den Rumpf. Den Rumpf. Kaufen und einbauen. Ja, bitte. Hatte ich ja nur erforscht, siehst du? Und die Feuerleitanlage kaufen und einbauen. Bam. So, jetzt ist die auch voll ausgebaut. Wir haben, ganz kurz schauen, Überlebensfähigkeit, Artillerie für mich wichtig und die Verborgenheit. Einfach. Kennbarreichweite 10,3. Feuerreichweite 11,4. Hauptbatterie 4 mal 152. Ja. Okay. So. Ups, ein Stück zurück. Aha. Also vorne ein Zweiatom, hinten ein Zweiatom. Und an der Seite, das ist ja auch schon wieder so ein Stachelschwein. So, Dark Moon fährt Wakatacke. Wieder Zerstörer. So. Achso, warum habe ich. Ach, hab ich gar nicht ausgewählt den Pott. Zack. Flaggen alle drauf. Welche Flaggen? Kann ich gar nicht aufzimmern. Also. Ich kann doch nicht mal einen Captain skillen. Aber hier werde ich es dann wahrscheinlich so machen, dass ich, sobald ich den ersten Captain habe, dass ich den dann wirklich auf das nächste Schiff dann immer mitnehme. Wie ist denn das eigentlich mit dem, mit die Premium-Kapitäne? Kann ich die auf jedes Schiff aufzimmern oder war es umgekehrt, dass ich jeden Kapitän derselben Du Nation auf das. kannst jeden Premium-Captain, also von der Nation, auf jede Premium-Schiffsrufsetzen, ohne irgendwelche Kosten. Wenn du einen Premium-Captain auf ein normales Schiff rufsetzen tust, musst du jetzt nochmal einen Forschungsbaum sozusagen, die Erfahrung musst du sammeln auf das Schiff. Oder machst du Moment, hinterher, wenn ich jetzt also von die der. Einweisung, die Einweisung. Wenn Die du jetzt. Einweisung muss denn jedes Mal, zumindest einmal für das Schiff gemacht werden. Richtig, genau. Dann kannst du immer laufend hin und her wechseln. Ach so, ach so. Dann Ist wäre aber der. Ja. trotzdem vom Vorteil, wenn du den trotzdem immer machst, du fährst dann nicht bloß eine Runde mit dem Schiff, sondern fährst ja mehrere Runden mit dem Schiff. Wenn du dann nachher zu den größeren kommst, dann brauchst du doch eh nicht. Dann nimmst du doch wieder mal den höchst ausgebauten Captain. Ja, na, ich habe mir dann in dem Fall, weil ich jetzt bloß die russischen Kreuzer hier spiele, da lohnt es sich ja dann wirklich immer einen Captain weiter mitzunehmen zum nächsten Schiff. Verstehe, ganz genau. Das ist richtig. So, wir fahren, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Pott ist. Rechts, links, bleiben wir hier. Bleiben erstmal hier. Okay, ich begebe mich erstmal hier vorne zur Insel. Haben wir denn überhaupt für Schiffe? Habe ich mir ja nicht nachgeguckt. Naja, ist klar. Nassau, 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 Nassau. Bin nur gespannt, wie der Bogen hier ist. Das hat gleich sehen, wenn du schießen tust, wie deine Flugkurve ist. Okay, Diana, da drüben. Steht die noch? Nee. Schikuma. Der wurde Tin Ryu. entdeckt. Langsam.
schön und sie brennt. Oh, gefährlich, die Strahlen, ja. Macht auf jeden Fall schon mehr Spaß, der Pott. Oh, die ist weg. Okay. Okay. Hier unten ist er. Thank you.
Könntest du mir ja mal helfen hier bei den beiden Schlachtschiffen? Ja, ich drehe. Also ein Treffer und mein Antrieb ist im Arsch. Was ist Torpedos? Ah, okay. Und Zerstörer und. Er kann doch nicht schießen, da. Gleich. Schuss weg. Oh, na, sorry, jetzt hast du aber nicht aufgepasst. Uha. Scheiße. 7 Sekunden. Oh, jetzt muss ich hier wegdrehen. Ja, genau, jetzt schießt er. Oh, einigermaßen verfehlt. Jupp, nochmal ein Torpedo gekriegt. Sehr schön. Na, die andere auch noch. Sieht ja mager aus. Einer. Doch, einer. Das war gut. Ah, ich gehe jetzt mal auf die Tenryu. Jo, die hat mich nämlich entdeckt. Einnehmen habe ich es dann nicht mehr. Rede ich nicht so. Jetzt redest du dich natürlich wieder mal in andere Richtung. Ja, sie brennt wieder. Ah, jetzt hat sie mich rausgenommen. Oha. 5 Torpedotreffer. Und weg ist er. Ja, toll, jetzt. Ja. Jetzt muss ich ihn lassen oder alleine rauskippen. Kann ich nicht mehr helfen. Ihr seid ja mal hier. Ja. Hätte er ja wohl hinkriegen. Na, hoffentlich. Ah, da ist er wieder.
Nein. Das war jetzt falsche Länge. Ah, ja. Was machst du denn? Warum zeigst du jetzt die Breitseite? Ja, das war der Fehler, weil gleichzeitig zeigt das. Ja. So weit wollte ich gar nicht einlenken. Ah, ja. Hatte gerade so einen Tunnelblick gehabt. Aber in den letzten Runden war das immer so sagen wir mal 8.000, 9.000. Hatte ich gerade vielleicht 7.000. Und jetzt bin ich schon bei 50.000 und tickt noch. Bäm. Nummer 2 gekillt. 12 Brände. 50.397. 46. Das ist nur ein Kratzer. Schön. So, was ist noch? Der ist auch weg. Gucke ich mir mal noch das Ende an. Zack. Ah, was noch? Ach, Shikuma Tachibana. Mal sehen, ne? Ja, durchgekappt haben oder? Ich denke mal, die werden durchgekappt. Naja, klar. Braucht keiner aus dem Cap-Kreis rausfahren. Die Shikuma überlebte den ganzen Spaß noch. Naja, Tachibana, die schießt immerhin halt auf das Schiffchen, was im Cap-Kreis drin ist. Ja, natürlich, aber hier sind ja zwei drin. Eins ist ja gerade gestorben. Shikuma schießt mit. Und setzt auch nochmal zurück. Okay, dann kommt zurück. Jetzt haben wir noch einen Zweiter drin. Ja. Jo, Shikuma weg. Nice. Kleine scheiß Tachibana. Jetzt wird auch nicht mehr abgezogen vom Kipppunkt. Weil der andere jetzt der Töster ist. Schön. Also Bogatyr ist ein Riesenunterschied zu Norwich. Ein Riesenunterschied. Ja. Ach, das ist mal ein Sprung. Ah, abgeschlossen, Aufträge. Ja, nochmal 35.000 für drei Siege und 20.000 für Zerstörung von zwei Schiffen. So, Teamwertung sind wir. Bin oben. Ja, bin Dritter. 3340 Erfahrung für den Captain. So, ist okay. Die EP. So, die haben für mich arbeiten heute. Ja, 107.000 Credits und 1578 Erfahrung. Schön, also das war schön. Jo. So, erstmal zurück zum Hafen. So, ja, das war echt mal eine schöne Runde. Die Bogatyr hat Spaß gemacht. Wie eben schon gesagt, deutlicher Unterschied zu Novik. Und jetzt gucken wir nochmal, was wir für Svetlana brauchen wir. 7.100 Erfahrung. Ja,
Ist also auch in erreichbarer Nähe. Ist doch schön. Muss sehen, mal schauen, ab wann ich denn hier mit Premium anfange. Weil irgendwann muss ich ja, wenn es wirklich sehr zäh wird. Ja, das stimmt. Aber ich denke mal, das wird so ab 6er sein, wa? Schätze ich mal. 7 geht noch und danach müsste es sein. 6, 6er, 7er in dem Dreh werde ich dann hier wahrscheinlich auch. Aber um schneller vorwärts zu kommen, brauchst du sonst auch Premium. Natürlich, sonst dauert es ewig. Das ist richtig. Gut. Dann hoffe ich, dass die Folge euch auch Spaß gemacht hat. Und ich knabber dann weiter in den nächsten Folgen. Oh, und drückt die Daumen, dass ich relativ schnell dann auch die Watwa-Svetlana habe. Genau. So. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Richtig, Ciao, ihr Leo. sagt's. Dann ciao.